Lass uns mal starten, okay? Folge 14, Seven vs. Wild. Let's go. Folge ist der BW Online Shop und dort solltet ihr mal die Landingpage zur zweiten Staffel auschecken. Da gibt es ein paar coole Infos zur Location und auch zur Ausrüstung und vor allem eine Übersicht über ein Starterpaket. Das heißt, wenn ihr Einsteiger seid, selbst aktiv werden wollt, seht ihr, was ihr alles für euer erstes Abenteuer benötigt. Das ist eigentlich ganz cool, oder? So, wenn du damit so anfangen möchtest, ist das eine smarte Idee. Weil dann brauchst du nicht viel selber raussuchen, sondern die haben dir schon so eine schöne kleine Auswahl gepackt. Mit Sachen, die man ganz gut gebrauchen kann als Starter. Finde ich cool. Zwei Produkte will ich euch ans Herz legen. Einmal den Grey Wasserfilter. Oh ja, ja, ja. Auf meinen Tour. Boah, der kostet 109 Euro. Puh. Ja, gut. So dringend brauche ich den auch gar nicht. Benutzen habt ihr auch bei Seven vs. Wild bei dem einen oder anderen Kandidaten im Praxiseinsatz gesehen. Und Tactical Food Pack. Das ist so gefriergetrocknete Outdoor-Nahrung, aha, die super leicht ist zum Aufkochen und schmecken tut sie auch noch. Boah, ich weiß nicht. Im Shop gibt es aktuell 10% Rabatt mit diesem eingeblendeten Rabattcode. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Vorbeischauen lohnt sich, denn das Sortiment wird auch immer erweitert. Viel Spaß mit der Folge von Seven vs. Wild. Oh. Oh, toller Shot. Oh Gott. Das ist es. Ich hoffe, Lidl bringt wieder dieses Dosenbananenbier raus. Das richtig widerliche. Das würde ich jetzt gerne genießen. So richtig schön kalt. Bombe. Was? Leckeres Bananenweizen. Ein Traum. Ja, okay, Bananenweizen ist schon ganz lecker, das stimmt. Trink kein Alkohol. Ich habe mich dazu entschlossen, mich nochmal hinzulegen. Ich möchte heute Abend ja meine Nachtwanderung endlich machen. Auf der Suche nach Geißelspinnen, Wanderspinne und Skorpionen. Ja, leider ist meine Wanderroute sehr beschränkt. Das wisst ihr ja bereits. Und aktuell haben wir wieder Flut. Die Flut ist glücklicherweise nicht ganz stark wie gestern. Das heißt, ich kann wahrscheinlich heute erstmals halbwegs beruhigt schlafen gehen. Ich warte jetzt die Nacht ab und dann kann ich endlich meine Nachtwanderung machen. Die Schuhe sind schon trocken. Das ist gut. Ja, geil. Geil, geil, geil. Es sieht halt wirklich unglaublich beschissen aus. True, leider. Die Wellen kommen jetzt mittlerweile bis hier hin. Und weil mir langweilig ist, werde ich mich jetzt aufmachen in den Dschungel. Genau. Ich weiß noch nicht, wie ich genau reinstarte. Wahrscheinlich einfach hier, dort hinten war ein Pfad. Also Pfad. Naja, ich denke, ich mache mir jetzt mal auf den Weg. In dem Sinne, starten wir einfach mal rein. Ich habe meine meine Stirnlampe dabei. Ich habe meine zweite GoPro dabei. Und im Hintergrund muss ich jetzt halt einfach hoffen, dass da nichts einstürzt. Aber das, oh, das wäre auch bitter, ne? Er kommt wieder und es ist einfach sein Shelter einfach wegspült. Das wird schon, ne? Wird schon. Gut. Ich stehe jetzt am Wasserfall. Das Wasser ist richtig dreckig. Ich habe bisher noch nichts Interessantes gefunden, ein Viechzeug. Das stört mich. Ich will unbedingt eine Geißelspinne finden. Mein absolutes Lieblingstier. Ja, das ist meine Mission. Für diese Mission muss ich aber wahrscheinlich Steinchen drehen. Und dort hinten sind einige Steinchen, die mir gut aussehen, denn Geißelspinnen lieben feuchte Bereiche mit wenig Luftzirkulation. Insbesondere nun mal in den Tropen. Ich habe also gute Chancen. Hier sind prinzipiell zwei Arten beschrieben. Okay. Eine in der Gattung Paraphrynus und eine Phrynus-Art. Ich habe vor, mindestens eine zu finden. Okay, dieser Stein sieht mir sehr gut aus. Oh, bitte nicht. Nichts? Oder zumindest nicht an der Stelle? Oh, ich habe gar keinen Bock auf Spinnen. Auch nicht. Boah, ich beschütze es jetzt schon. Oh, warte mal, dieses Totholz. Ja, also das. Ach, die Geißelspinne war das, was er am Anfang schon, also was wir im Behind the Scenes gesehen haben, wo die auf der Insel angekommen sind. Das Ding, die war schon ganz cool, muss ich zugeben. Spot hier ist insgesamt sehr vielversprechend, um irgendwas Spannendes zu finden. Wir haben gerade eben einen Skorpion gehabt und hier ist eine Krabbe. Okay. Ja, nicht das, was ich gesucht habe. Aber hat mich genauso gut erschreckt. So. Suchen wir einmal weiter. Scorpion, where are you?
Der Wasserfall ist so scheiß laut, ne? Nee, dieser Stein ist sehr groß. Der könnte valide sein, wenn ich den umgedreht bekomme. Nee. Hier drunter. Nee, aber übrigens genauso sucht man Insekten und Spinnen aller Art. Einfach Steinchen umdrehen. Man muss wissen, welche man umdreht. Bei manchen ist die Wahrscheinlichkeit höher, bei manchen geringer. Bei dem zum Beispiel relativ hoch, würde ich behaupten. Aber selbst wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist, heißt es nicht, dass in diesem Moment was drunter ist. The fuck? Hast du gesehen? Was war das? Da war ein Skorpion. Oh shit. Oh shit. Ich glaube, man hat es gesehen. Einfach ein Skorpion. Okay, ich hab was Geiles. Geil, geil, geil. Was wir hier haben, ist die Haut einer Geißelspinne. Aha. Einer Paraphrynus. Eine Paraphrynus? Aber nicht zu wechseln mit der Paraspätnus. Daran, dass die hier zwei Stacheln zwischen den zwei großen Stacheln hat. Ja. So unterscheidet man in aller Regel Phrynus und Paraphrynus. Und wo eine frische Haut, die ist nämlich mindestens, also maximal 2-3 Tage alt, wo eine frische Haut, da auch eine frische Geißelspinne drunter. Cool, muss ich nur noch finden. Könnte jetzt überall sein. Aber muss die in der Nähe sein? Also ich meine, könnte ja auch auf der Durchreise sich mal kurz gehäutet haben, ne? Leider sind die nicht sonderlich groß. Die häuten sich immer hängend, deswegen lag die Haut gerade auf dem Boden. Aha. Such mal weiter, wir sind ja erst seit 20 Minuten unterwegs. Ja, aber ist doch geil. Hat Joris auch mal wirklich was Schönes zu tun, was ihm auch Bock macht, so, ne? Ich hatte gerade meine erste Geißelspinne und habe sie samt Stein hochgehoben. Aber der Fluchtinstinkt der Tiere hier ist wirklich krass. Normalerweise bleiben sie eine gewisse Zeit ruhig und checken erstmal, was geht denn gerade ab. Dieses Tier ist direkt geflüchtet und runtergesprungen. Und dann hast du keine Chance mehr, sie zu finden, weil die sich sehr blitzartig und schnell bewegen. Aber das wäre die dritte Geißelspinne gewesen, und wenn man die Hauten mitzählt, die dreieinhalbte. Wir suchen weiter. Dort unten zum Beispiel ist noch ein geiler Stein. Ja, mal schauen, vielleicht finden wir sie noch. Okay, die nächste Geißelspinne hat sich leider in dieses Loch verkrochen, bevor ich sie für euch fangen konnte, um sie zu filmen. Es ist frustrierend. Ich bin jetzt seit einer Stunde unterwegs, ist nicht lange. Aber ich habe immer noch nichts vor die Kamera bekommen. Ich habe schon alles gesehen, was ich sehen wollte, außer der Bananenspinne. Und das ist sehr unwahrscheinlich. Aber Bananenspinnen gehören zu den wenigen Spinnen auf der Welt, von deren Biss auch für einen gesunden, erwachsenen Menschen eine lebensbedrohende Gefahr ausgehen kann. Sie sind vermutlich für die meisten tödlichen Giftunfälle durch Spinnen weltweit verantwortlich. Das wäre jetzt nicht unbedingt das, was ich suchen würde, muss ich zugeben. Ich möchte euch unbedingt eine Geißelspinne zeigen, weil das so tolle, faszinierende Tiere sind. Puh. Weiter geht's. Was Joris nicht weiß, er hat uns ja schon eine gezeigt eigentlich. Und nochmal, ich fand die cool. Ganz viele Steinchen, die alle gedreht werden wollen. Aber sind dann diese Bananenspinnen, das sind dann aber nicht die, die ab und zu mal aus Versehen mit so einer Bananenkiste mitverschifft werden, oder? Ich trau mich nicht zu googeln. Also Blitz und Donner ist hier nochmal eine ganz andere Nummer, weil da halt richtig viele. Ich hoffe, jetzt kommt der nächste auch nochmal so nah. Das sind genau die. Ach du Scheiße. Horrorvorstellung. Der Lager gescheppert. Ich hatte mal einen Klienten, der war so durch Angst geprägt, durch alles Mögliche, ne? Der hat sich nicht getraut, Bananen im Supermarkt zu kaufen, weil er Angst hatte, dass da eine Spinne drin ist. Irre. Na, wird nicht so laut sein. Oh, da war schon laut. Eben war irre. Irre. Ah, jetzt auch noch? Das sind doch andere. Gucken wir mal, ob wir einen nahen kriegen. Okay, komm. Ich wechsle mal hier drauf.
Jetzt schüttel ich mich einmal kurz. Bananen. Spinne. Oh! Oh! Nee, komm, lass. Komm. Ist, komm. Egal. Komm, nee. Oh. Das ist schon geil, ich liebe Donnerblitz. Genau, Menschenkind stand eben da, ja. Ich liebe eure gerade noch mal mit meinem alten Platz hier, aber es macht keinen Sinn. Wenn die Flut kommt, die steigt ja immer weiter. Von Tag zu Tag ist sie mehr gestiegen. Nur um kurz hier trocken zu sein, Sachen zu trocknen. Dafür ist das gar nicht so schlecht. Und ein bisschen Blitz und Donner zu genießen. Das ist so krass, ne? Weil das Wasser halt komplett weg ist zu dem Wir Zeitpunkt. Wir sind bei dann, ne? der Tageschallenge. Und was ist mein Plan? Mein Plan ist, eine Bambusreibe zu nehmen. Das Thema ist, es ist pitchnass. Egal, ist wo man ist, Hitze, ja, ne? Es ist pitchnass. So, ob das ja, hiermit so gut klappt, immer noch I don't know. Tatsächlich habe ich das nicht wirklich mal getestet, nur ein paar Videos gesehen. Ziel ist da Bambus, nämlich irgendwelche Quarze und sowas, was ich drin hat. Aha. Also nicht einfach nur Holz ist, deswegen gibt das sehr gute Reibungshitze, wenn Stein an Stein reibt quasi. Und da gibt es mehrere Varianten. Ich probiere die eine mal aus, schrabben, schnell die Messpistole, bupp, gucken, wie heiß das wird. Mal gucken, cool, ob wir erreichen. Ist auch schon warm. Naja. 35. Oh. Ja, besser als nichts. Eben hatte ich aber schon tatsächlich Rauch. Oh, ehrlich? Boah. Das ist schon ordentlich, ey. Für nur Reibungshitze? Okay. Alter Schwede. Jetzt aber auch fertig, ey. 91 Grad, okay. Das heißt, wer ist jetzt besser? Besser als, glaube ich, nur der, der es bis jetzt schafft, Feuer anzukriegen. Ja. Wir probieren gleich nochmal. Bauen das ein bisschen um. Der Bambus ist halt einfach pitchnass. Wenn es jetzt mal aufklaren würde, die Sonne richtig brutzeln, dann würde ich mir zutrauen, damit sogar ein Feuer anzukriegen. Ich wollte gerade sagen, es wäre halt lustig, wenn ihr das so macht mit dieser Reibungshitze. Und er hat ja eben schon gesagt, es hat ganz kurz gequalmt. Stell dir vor, der macht aus Versehen Feuer. das wär auch wieder so typisch Otto, ey. Ich weiß nicht, das tut dermaßen weh. Ist auch hier eine richtig offene Wunde, die suppt. Feuer ist so eine Sache, ja. Und irgendwas Falsches angekommen, wahrscheinlich diesen Baum des Todes. So, kurz Pause, aufschreiben, weiter geht die wilde Fahrt. Nee. 73, was ist los? Hm. Mann, es hat doch gerade geraucht. Dann hat es den Bambus zerlegt. Zweieinhalb. Okay. Ja, die 90 schafft er nicht, ich glaube, die 91 waren schon ganz gut. Okay. No. 22,5. 22,5. Das ist Jod. So. Meine persönliche Mitlieblingsstelle, weil es ja einfach runtergeht. Ich hoffe, dass das alles noch ein bisschen hält da. Ja. Also, werfen wir mal ganz schön. Zumindest mal ein bisschen wieder abgereist von hier. Nie auf einmal Erdrost und weg damit.
Das wäre schlecht. Schau mal, wie viel Holz da rumschwimmt. Es ist, also ich muss ja sagen, das ist wunderschön, oder? Wie dicht bewachsen, saftig grün. Ich liebe es, wenn alles grün ist da. Einfach mega. Mega, mega, mega. Es ist halt echt krass, auf wie weit das Wasser kommt. Ey, es ist wirklich krass. Ich meine, klar, wir haben von Anfang an gesagt, du siehst, bis wohin der Müll geschwemmt wird und so. Aber ich, ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich da wäre und gerade so ein Spot wie der von Otto, ich glaube, ich würde da sitzen und mir denken, so, pff, im Leben kann das nicht so weit kommen. Das war bestimmt irgendwie ein Sturm, als das so weit gekommen ist. Ich würde es nicht glauben. Ich glaube, ich wäre auch jetzt naiv. An meinem Ausguck angekommen. Mal gucken, ob wir das hier so ein bisschen verteuen. Verteuen. Muss ja nicht viel, hält er eh zusammen. So, ich mache mir immer noch Gedanken. Welche blöde Pflanze war das, wo ich die Verbrennung her hatte? Die hoffe ich nicht. Ja, es wäre schon blöd, wenn die direkt bei ihm wäre, ne? Sehen natürlich fast alle gleich aus für den ungebildeten Durchschnitts-Otto. Der ungebildete Durchschnitts-Otto. So. Schnürung 1. Ready. Gerade da ist die Natur echt heftig. So, ob man hier oben drüber wirklich was bauen soll. Ich frage mich, was soll denn passieren? Bisschen Regen. Jo. Dann regnet es halt ein bisschen. Richtig viel Regen, ja, dann gehe ich unten in die Höhle. Wenn unten in der Höhle, oder wenn gerade Hochwasser ist, dann ist das halt so. Dann mache ich mir jetzt mal gerade gar keinen Kopf drum. Aber wo ich mir tatsächlich ein bisschen den Kopf drum mache, ist immer noch sein Arm. Ist tatsächlich diese Stelle, die brennt ganz schön. Die brennt gehörig. Das ist so richtig da weggeätzt. Krass, ey. Sieht aber eigentlich nicht schlimmer aus wie vorher. Okay, das war schon mal meine Grundbefürchtung, dass auf einmal alles hier rot und faulendes Fleisch da hängt, aber nee. Passt wohl. Gut. So, und jetzt wollte ich einmal zeigen, wie es jetzt bei mir aussieht, wenn man hier in meinem Lager liegt und rausguckt. Das sieht halt schon wirklich schön aus. Muss man wirklich sagen. Direkt hier vorne runter. Also ich so schätze 10, 12 Meter. Ist das nicht mega? Aber mir wäre es ein bisschen zu grün. Ich hätte halt die ganze Zeit Schiss, ne? Wenn du so mitten im Busch da drin hängst. So. Ich glaube, da hätte ich Schiss. Mir gefällt es nicht. Mit Viechern und so. Und jetzt schaut mal von meinem Platz einfach mal oben. Ich werde ja gar kein Shelter drüber bauen, weil das so schön ist. Mit dem Blick auf die Baumkronen. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Da fliegen die ganzen Adler. Einfach mega schön. Ich werde hier gar kein Shelter drüber bauen, um einfach nach oben schauen zu können. Für einen leichten Nieselregen sollte das reichen. Wenn nicht, wie gesagt, ist nur Regen. Knossi. Boah. Hey, und da bist du drin mit der Wunde. Boah, die sieht aber auch echt scheiße aus, die Wunde. Sag mal ehrlich, sieht aus wie ein großes Loch. Ja. Da hat ein Stock drin gesteckt. Und dick ist er auch. Das lasse ich gleich behandeln. Und dann bitte Zahnarzt. Oder eine schöne Paracetamol 1500. So, alles wieder ausgezogen. Ich mach mich mal einmal frei, damit ich mal meine Ruhe habe. Challenge habe ich gemacht.
Hab mich besonders stolz gemacht. Ich hab's richtig gemacht, also ich wüsste nicht. Die höchste Temperatur und die niedrigste Temperatur. Hab beides von Max abgelesen. Ist ja eher schlecht für mich, dass ich das bei der niedrigsten ablese. Also, passt, da bin ich aber ganz sicher, dass ich es richtig gemacht habe. Aber es hat mich trotzdem verunsichert. Aber die höchst gemessene Temperatur hier auf der Insel, und das habe ich. Und das auf jeden Fall. Also, da soll mir mal einer in die Wertung reinfuschen. Aber dann scheppert's auch. Wieder was Neues, was mir die Post angespült hat. Einen schönen Sack. Setze ich mich jetzt nämlich hier drauf. Richtig toll. Ach ja. Macht mir richtig Freude. Ordentlich ein Wandteppich da. Problem sind nur die Mücken und die Sandfliegen. Die stechen mich überall rein. Ja, aber was willst du machen? Ist halt so. Bist untenrum frei, wenn alles nass ist. Ah, oh, mein Lager. Auf der einen Seite werde ich krass daran zurückdenken. Auf der anderen Seite werde ich das nie vermissen da. Also ganz sicher. Wenn ich was vermisse, dann das. The View. Krokodile sind gar nicht so gefährlich. Wenn immer falsch dargestellt. Ich glaube doch, Krokodile. Also, ich glaube, ich bin mir relativ sicher, dass es bei Alligatoren und Krokodilen einen Unterschied gibt, so vom Verhalten her. Aber es ist natürlich auch ein bisschen schwierig zu beurteilen, ne? Weil wir halt großteils ja so Sachen aus Amerika, so Miami-mäßig kennen, wo dann halt so Alligatoren und so teilweise in die Wohngebiete kommen. Ich glaube, das kann man nicht miteinander vergleichen. Aber ich weiß, dass es bei Alligatoren so ist. Ne, Alligatoren? Gott, ich glaube. Dass es bei denen so ist, dass die halt sehr dran gewöhnt sind sogar, von Menschen gefüttert zu werden. Die hatten uns damals eine Geschichte erzählt, als wir da waren, dass halt teilweise auch so Leute, wenn die mit ihren kleinen Hunden Gassi gehen, dann kann der Alligator halt nicht unterscheiden von wegen so, ey, will der Mensch mich jetzt füttern oder nicht? Und dann hauen die halt den kleinen Hund weg. Weil sie denken, oh, der Mensch bringt mir was zu essen. Die sind halt da sehr simpel gestrickt. Die können das halt nicht unbedingt auseinanderhalten. Das ist crazy. Aber jetzt sei doch mal ehrlich, das ist doch nicht mehr normal. Also was da immer alles angespült kommt, ist einfach. Bei dem Holz und Kokosnüsse ja, aber dass da immer Müll dabei ist. Ja. Das ist so eine Schande. Aber alles, was an Müll an Land ist, ist nicht mehr im Ozean. Muss man nochmal das Positive sehen. Ey, ich schäme mich da richtig für die Menschen, wirklich. Ich schäme mich da. Also mir hat das einiges gezeigt. Okay, war ich doch es richtig. Es ist doch nicht so schwer, einfach Sachen in den Mülleimer zu schmeißen. Und ich verstehe das ja, wenn das irgendwie, keine Ahnung, aus Versehen irgendwo ins Wasser fällt. Ich glaube nicht, dass jemand absichtlich Schuhe wegschmeißt, aber dieser ganze andere Plastikmüll. Ey, da muss sich was ändern. Wirklich, auf überall. Egal, wo ihr herkommt. Ey, nehmt einfach euren Müll und schmeißt ihn doch in einen Mülleimer. Auch wenn er gerade nicht da ist, der Mülleimer. Ihr habt ja auch die Sachen da mitgenommen. Kann man sie da auch wieder einfach zurücknehmen. Also das hat mir echt, das jeden Tag anzuschauen. Jeden Tag. Im Müll zu baden, quasi. Das fand ich ganz furchtbar. Echt furchtbar. Lasst uns doch alle gemeinsam da gucken, dass jeder, der das hier sieht, einfach anfängt, einfach seine Sachen im Mülleimer zu schmeißen. Ich glaube, dann wäre schon viel geholfen. Müssen wir natürlich unterscheiden, ne? Da werden halt auch sehr, sehr viele Plastikflaschen angeschwemmt. Werft eure Plastikflaschen, wenn da Pfand drauf ist, allgemein Pfand immer daneben. Nie in den Mülleimer. Stellt den Pfand einfach unter den Mülleimer oder daneben. Danke. Man sieht, ihr müsst euch vorstellen, ich bin 7 Tage hier auf einer Insel. Ich sehe das jeden Tag. Ich sehe jeden Tag, was hier angespült kommt. Und es ist einfach abartig. Alles abartig, wirklich.
frage mich, wie Kühlschrankteile es ins Wasser schaffen können. Die Sandmücken. Ich bin komplett verstochen. Zugegeben, der Kühlschrank ist ein bisschen hart, ja. Überall mit Sandmücken. Oder auch die Druckerteile, die bei Nova waren. Ich kann jetzt auch nicht mehr im Dreck sein. Ich kann nicht mehr. Es geht nicht mehr. Es muss jetzt hier ein Ende haben. Ich kann mir noch gar nicht vorstellen, wie es ist, mich zu waschen, mich zu duschen, weil das wird wahrscheinlich das beste Gefühl sein. Wenn ich meine Kopfhaut, kommt da einfach Sand raus oder was? Eine Woche nicht geduscht, nur einmal Stuhlgang, aber 50 Mal urinieren. Ich nach jedem Festival. Keine Zähne putzen, keine Mundhygiene. Keine Hygiene überhaupt. Keine Fingernägel schneiden. Keine rasieren. Kein gar nichts. Das muss jetzt langsam ein Ende haben. Darum rauche ich mir jetzt schon kommen. Ich kann eh nicht runter. Sonne scheint nicht. Ich breche die letzte Kippe an, ja? Ja? Leute, die allerletzte Kippe. Guck mal, ich habe das jetzt anders umgerüstet. In meinem Überlebensset, wo die Kippen drin waren, ist jetzt mein toller Zunder aus Bamboo. Ey, das war echt ein tolles Video, Sascha. Das war echt ein gutes Hilfsmittel, muss man ehrlich sagen. Und die letzte Kippe ist im SD-Case. Ja, man kennt ja auch diese Bilder aus Indien, ne, wo die haben doch diesen Fluss, wo auch wirklich so unglaublich viel Abfall und Müll drin ist. Und der aber irgendwie trotzdem für die noch als heilig gilt, glaube ich. Wo die dann irgendwie drinne baden. Wo die dann in diesem ganzen Müll baden. Alter, ey, das kann man sich nicht vorstellen, ey. Ist das der Ganges? Alter. Das ist halt für mich. Boah. Unfassbarer Gedanke. Ach so, ich werde die Kippe nur zur Hälfte rauchen und morgen zum letzten Tag die andere Hälfte irgendwann am Tag. Gibt's egal. Noch? Völlig egal. Boah, krasser Gedanke. Und heute so. Seid ihr mal nicht mit dabei. Wir waren doch das letzte Mal schon nicht dabei beim Kippe rauchen, oder? Jetzt ist nur noch gestört. Passt auf, nur noch krank. Was? Was kaum noch Wasser. Pummel. Boah, da kommt viel, ja. Was ist denn da los? So, jetzt muss ich mal was loswerden. Ich reg mich wirklich auf. Irgendwas ist hier umprogrammiert. So lange ist das Wasser nie auf Flut. Das kann nicht sein. Und ich habe den ganzen Tag über schon irgendwie so ein Gefühl, dass sich hier was verstellt hat. Hä? Da hat sich was verstellt. Entweder kommen wir in eine andere Jahreszeit jetzt rein, seit heute. Irgendwas, irgendein Magnet läuft anders. Und es regt mich auf, weil ich habe meinen Rhythmus jetzt auf der Insel. Ich habe mich jetzt eingefunden. Das gibt's doch nicht. Ich kann gar nicht mehr runter. Dann auch noch keine Sonne. Oh, ich bete so, dass morgen und übermorgen gutes Wetter ist. Dass der Abschluss hier einfach grandios wird von den Bildern her, auch von den anderen. Meine Bilder sind nicht besonders, aber die anderen machen bestimmt krasses Zeug. Ah, nee. Das wäre einfach geil. Bitte. Muss man auch schon echt sagen, ne? Knossi war schon so ziemlich mein Highlight, ey. Aus der gesamten Staffel, das war schon toll. Ich fand alle klasse, aber Knossi war mein Highlight. Lieber Gott, gutes Wetter. Morgen und übermorgen. Es wäre so wichtig. Es wäre so wichtig. Ich muss immer an Lost denken, ne? Die komplette Staffel über. So. Als wäre da noch irgendwie so ein Untergrundbasis. Und die ist jetzt schuld, dass das Magnetfeld sich geändert hat. So, kleines Update mal wieder. Ich lag natürlich jetzt nicht die ganze Zeit rum, sondern habe mehrere Schnüre, Taue alle sieben waren auseinandergefriemelt, ja. Um
um Bauschnüre herzustellen für eventuelle Projekte noch. Ja, ist natürlich viel zu viel, aber es ist ein bisschen, Beschäftigungstherapie. Hallo Herr Petri, grüße Sie. Therapie. Und es kostet nicht so viel körperliche Anstrengung. Muss ich mit dem Kopf konzentrieren, das ist gut, damit man was zu tun hat. Aber ich merke ja, dass ich körperlich nicht auf der Höhe bin. Deswegen eher so ein kleines Projekt zur Herstellung ein paar Schnüre. Joris habe ich nicht so gefühlt. Ich muss aber auch sagen, Joris hat es natürlich auch von allen am schwersten. Er ist nochmal die Wildcard, er ist verhältnismäßig unbekannt. Bei den anderen hat man es natürlich auch ein bisschen leichter, würde ich sagen. Zum einen, ich persönlich kenne halt den Großteil. Also ich kenne halt einiges von den anderen Teilnehmern schon, bevor sie überhaupt auf die Insel gekommen sind, so, ne? Wohingegen Joris natürlich so ein bisschen unterm Radar schwimmt. Und man muss auch sagen, die anderen haben sich halt auch alle, ja, wenn man jetzt sagen, so dahin gearbeitet, auch so für ihre Bekanntheit. Das macht natürlich auch nochmal einen Unterschied, ne? Joris kommt halt so aus dem Nichts und wird einfach genommen und auf dieses Plateau gestellt und dann wird gesagt, mach. Der ist natürlich jetzt auch ganz, ganz anders nochmal in diese Bekanntheit reingekommen. Ich beobachte auf jeden Fall hier schon die ganze Zeit wieder die Flut. Und was krass ist, ich war ja die ersten 3 Tage auf der anderen Seite und da ist wirklich nichts mehr, rein gar nichts mehr vom Strand zu sehen. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennt, die Wellen da hinten, das ist übel krass. Die knallen da 2-3 Meter hoch an die Steilklippe, da ist kein Fleckchen mehr. Mein Shelter, mein Lagerplatz, den ich da drüben hatte, der wäre futsch. Damit wäre ich komplett unter Wasser. Also die absolut richtige Entscheidung, da auch in der Nacht umzuziehen und dann in der nächtlichen Aktion das Lager hier aufzubauen. Dann wäre ich da drüben komplett abgesoffen. Ja, jetzt haben wir Schnüre, jetzt müssen wir nur überlegen, was wir damit Schönes machen. Knossi und Fritz natürlich auch sehr, sehr früh umgezogen, ne? War genau die richtige Entscheidung. Sonst hätte es genauso laufen können wie auch bei Sabrina, ey. Ah. So, zum Thema Tageschallenge werde ich heute natürlich leider komplett reinscheißen, weil die Sonne nicht da war. Und ja, was soll ich machen, ne? Es ist auch alles komplett klitschnass. Also, ja. Von daher, ich hatte vorhin 24,5 Grad als Tiefstemperatur und nehme jetzt einfach Körpertemperatur 32,5. Das logge ich jetzt erstmal so ein. 24,5, 32,5. Kann ich mir das merken? Es ist ja noch kein Sonnenuntergang, aber ich habe nur noch eine Stunde und also ungefähr, man sieht die Sonne so ganz leicht durch die Wolken dadurch. Ich denke, in einer Stunde wird es dunkel sein. 24,5, 32,5. Das ist wirklich, also damit mache ich den letzten Platz mit der Messung, sage ich euch, wie es ist. Einmal irgendwie kurz eine Flamme mit dem Feuerstahl an oder irgendwas. Oder wenn du ein Bowdrill-Set hast, nochmal anreiben. Zack. Aber bei der Feuchtigkeit keine Chance. Ich denke, damit mache ich den letzten Platz bei der Challenge. Aber gut, ich habe trotzdem versucht, alles zu geben und den Umständen entsprechend zu handeln. Sorry. Vater, schlaf schön. Was ist los? 23,7. Ja, da haben wir einen neuesten Tiefstwert. Noch ist die Sonne nicht weg. 23,7 und 32,5. Der Schlüpper hier über dem Kopf ist übrigens gegen die Moskitos. Den lasse ich so runterhängen, so, dass nur noch die Nase rausguckt, dann kriege ich Luft. Ey, brauchen Sie jetzt? Es ist halt ein neuer Kink jetzt. Aber ich wollte noch mal was anderes sagen, weil das damals auch oft gefragt worden ist, auf was ich mich essenstechnisch am meisten freue, wenn ich zurück bin. Und wir werden das Thema einmal ganz kurz aufmachen. Ich halte mich kurz. Und zwar bei meinem Lieferdienst, dessen Namen ich nicht nennen werde, weil nachher bestellen da plötzlich alle und ich krieg nichts mehr. Aber es wird geben eine Portion normale Pommes, eine Portion Süßkartoffelpommes, dazu einmal Mayo, dazu einmal Ketchup und ein Halloumi-Burger mit so einer supergeilen Soße. Das ist das Ding, essenstechnisch, wo ich mich am meisten drauf freue. Klingt schon gut.
Oh, ich sehe es wirklich vor mir. Ich klapp's auf. Wird eingespitzelt. Pommes, Vorspeise, ganz klar. Und dann gibt's den schönen Burger. Und dann lege ich mich zurück, atme einmal tief durch. Ah, und bin glücklich. Ich habe eine. Oh! Eine wunderschöne Geißelspinne. Wo ist sie? Oh. So, du kommst mir nicht mehr weg. So, hab sie. Und sie ist ja weg. Sie einfach fallen, diese Mistviecher. Okay, jetzt habe ich dich aber. Bringen Sie mal gerade kurz ins Licht, damit sie gleich besser sehen kann. Wirklich, ne? Also, okay, hier haben wir sie. Also für eine Spinne finde ich die echt noch ganz cool. Ein wunderschönes Exemplar einer Geißelspinne. Die ekelt mich mein nicht so schlimm. Absolutes Lieblingstier. Also die ekelt mich schon sehr, aber nicht so schlimm wie die anderen. Ich bin happy. Geil. Hab's endlich geschafft, eine für euch zu fangen. Sind im Übrigen absolut ungefährlich. Die haben so zwei kleine, sieht man auf der Kamera gar nicht, doch, dieses angewinkelte, diese kleinen Geißel nennt man die. Das sind so eine Kakerlake, ein bisschen. Ja. Diese Spinnen sind vollkommen blind. Sie können nur den Unterschied zwischen Tag und Nacht wahrnehmen. Deswegen ist sie jetzt wahrscheinlich gerade dabei gewesen, rauszugehen. Das Tier hier ist noch nicht ganz ausgewachsen. Das ist so subadult. Subadult? Ja, müsste vom Joris. Körperbau her ein Weibchen sein. Die sind schon im subadulten Stadium in der Lage dazu, Babys zu produzieren. Unglaublich schöne Tiere. Also, nicht kommen, wie gesagt, in tropischen Gefilden vor, besonders da, wo viel... Wir sprechen jetzt nicht über Pädophilie. ...Wasser unterwegs ist. Also dort... dort fühlen sie sich wie zu Hause. Und die gibt es in allen Größen. Tatsächlich sind Geißelspinnen mit die größten Spinnentieren. Es gibt, glaube ich, 200 Arten, wenn ich mich nicht irre. Krass. Ja, sehr schönes Tier. Unglaublich geiler Fund. Sowas macht mich glücklich. Genau deswegen bin ich losgezogen. Wir haben einen Skorpion gesehen, zumindest mal ganz kurz. Für eine Millisekunde hoffe ich doch. Es könnte auch wirklich an diesen sehr langen Beinen liegen, ne? Dass die halt so vom Gefühl haben, die ja eigentlich nur 6 Beine. Und dann ist noch dieses unfassbar lange Etwas da dran. Das könnte schon sein, dass das schon diesen großen, großen Unterschied macht. Aber wie weird, oder? Dass, wenn es nicht so eindeutig 8 Beine sind, dass ich mich nicht so doll ekel. Und wir haben... Das sind Fühler, keine Beine. Aber dann ist es keine Spinne. Also eine Spinne muss ja 8 Beine haben. Eine Geißelspinne gesehen. Dann heißt die vielleicht nur genau so. Genau, die beiden Tiere, die ich hier erwartet habe. Und die beiden Tiere, die ich gefunden habe. Ist es gar keine Spinne? Es ist einfach schön. Die sind so anmutig, so grazil, dabei so ungefährlich und intelligent. Geißelspinnen können tatsächlich ihre Umgebung in so einer Art 3D-Map grafisch einspeichern. Das ist im Tierreich, soviel ich weiß, bei wie mein Staubsauger. Wirbellosen, was ziemlich beeindruckend ist. Genial, ich liebe sie. Ich liebe sie über alles. Es sind so schöne, anmutige Tiere. Geil. Ich lasse sie mal zurück in den Wald. Idealerweise wieder ins Unterholz wie gerade eben. Mhm. Und ja. Geht gut. Komm, geh. Jawohl. Und weg ist sie. Tschüss. War schön mit dir. Unglaublich schöne Tiere. Ich liebe es. Und wenn man jetzt sie antippt, ja, dann ist sie blitzschnell weg. Die Spinne sich so... Alter, ich habe mir gerade so ein komplettes 3D-Gerüst da drüben gemacht. The fuck, wo bin ich denn jetzt? Ganze Arbeit umsonst. Auch wieder wie wenn ich meinen Staubsauger hochnehme und plötzlich woanders hinsetze und er keine Ahnung hat, wo er sein soll. So, damit habe ich bis auf die Wanderspinne alles gefunden, was ich hier suchen, beziehungsweise alles gefunden, alles gefunden, was ich hier gesucht habe. Genau, sind wir da erzählt. Müssen wir jetzt erstmal ein bisschen hinsetzen, klarkommen, mich freuen, was es gerade überhaupt war. Und ja, war eine schöne kleine Abendsbeschäftigung. Sobald es gleich dunkel wird. Wo kam der Day jetzt her? Kann ich den Code Green rausschicken.
und sagen, dass mir alles, dass mir super geht. Oh, Schluck auf. Und anschließend lege ich mich schlafen. Ich werde schlafen wie ein Baby. Hoffe ich doch. Und heute war ein wunderschöner Tag. Ich sag's ganz ehrlich. So geil, ein Teil hiervon sein zu dürfen und an diesem geilen Projekt teilnehmen zu dürfen. Ich kann es auch nicht oft genug sagen, weil es einfach die Wahrheit ist. Ich lieb den positiven Joris, ne? Es frustriert mich immer, wenn Joris so schlecht drauf ist, ne? Aber genauso glücklich macht es mich auch, wenn er gut drauf ist. Ich genieße jetzt noch den Sonnenuntergang und bin dankbar für diesen geilen Tag. Die letzten Tage gingen viel zu schnell vorbei und hoffe, dass die nächsten Tage noch ein bisschen länger dauern. Es ist schön. Ja gut, hätte ich mir auch sparen können. Das ist logisch, dass man den positiven Joris besser findet als den negativen. Einfach nur schön. Mir kommt gerade echt die Tränen. Das ist krass. Oh Gott. Wie schön. Oh, Sascha, den hatten wir heute noch nicht. Meine Thermogun kaputt ist oder ich sie kaputt gemacht habe, wie auch immer. War ich jetzt ein bisschen Muscheln suchen für Paulina. Ja, hab 3 gefunden. Auch wenn sie nicht die schönsten sind, ist nicht so einfach hier bei dem Steinstrand. Ich hoffe, sie freut sich. Kleine Aufmerksamkeit. Ja, ich finde die ja eigentlich ganz schön. Also die linke. Die dürfen die mitnehmen? Ja. Ja. Muscheln? Darf man das? Jetzt habe ich daraus noch eine Halskette gebastelt. Natürlich aus natürlichen Bindematerialien. Ja. Ach süß. Und passt doch, oder? Ah ja. Ach, Freunde. Jetzt wird schon sehr einsam. Ich habe mich jeden Tag einfach voll auf die Challenges fokussiert. Ja, auch heute wollte ich das tun. Aber ja, fällt aus. Aber mir fallen schon noch Dinge ein. Die Kokosnuss, die da hinten, die will ich unbedingt noch runterholen. Ja, mir fällt schon was ein. Aber ja, man hat halt manchmal nicht so die Energie, um Dinge anzugehen. Oder man kann einfach nicht mehr. Und von dem her einfach durchbeißen. Absolut. Und so schnell kann es gehen. Hier, das nächste Loch in meinem Fuß. Ach Mensch. Wieso? Oh. Schlägst du einfach zack und wumm. Komplett durch meine Sohle, durch der gesamte Nagel. Krass. Zack, steckt so drin. Naja, blutet auch schon. Ja, sehr schön. Toll. Ach Mann, ey. Was ist los? Das sind aber auch Sachen, ne? Du bist halt irgendwo auf so einer Insel. Ich glaube, du denkst auch manchmal nicht an so einen alltäglichen Blödsinn, auch wenn da so viel Müll angeschwemmt wird. Läufst da, glaube ich, schon manchmal sehr bedenkenlos durch. Bist deppert. Bist deppert einfach in den Nagel rein. Seht ihr da entlang die großen Steine? Werde ich jetzt mal alle platziert. Einfach um das Ganze ein bisschen zu fixieren. Ob es was bringt? Keine Ahnung. Wahrscheinlich nur sehr wenig. Aber wenn es nur ein bisschen was bringt, ist ja schon gut. Jo. Aber jetzt bin ich dafür wieder K.O. Ah, die Steine, die ich hingelegt habe, sind auf alle Fälle schon wieder nass, weil das Wasser schon wieder wumm dagegen prescht. Da drüben geht's auch immer richtig zur Sache. Wenn ich schon nichts mitbringen darf nach Hause, dann wenigstens eine gescheite Blutvergiftung. Wumm. Ah ja. Eine fette Welle von da drüben und die hier kommt. Gute Nacht. Und schon langsam neigt sich auch dieser Tag dem Ende zu. Heute war wieder einiges los von den Gewittern, den stundenlang Tag, ne? Da drüben stand ich nur da und sehr emotionale Vibes, sehr emotionale Gefühle kamen hoch. Richtiger Real Talk war am Start. Ja, dann einen Nagel in den Fuß gestochen. Dann eben die völlige Eskalation noch am Morgen. Das Teil funktioniert leider immer noch nicht. Ich habe schon öfter versucht. Ja, wäre auch super für mich gewesen, um die Zeit einfach, damit die Zeit schneller vergeht, alles zu testen, probieren, hätte ich sehr gerne gemacht. Aber ja, mit Laser und so war eigentlich klar.
Nichtsdestotrotz, immer noch ereignisreich. Ich dachte mir, boah, jetzt irgendwann, boah, es kann doch nicht sein, dass jeden Tag was Neues passiert, aber ja, irgendwie geht's dann doch. Ich werde jetzt versuchen und hoffen, dass ich schlafen kann. Natürlich werde ich wieder stundenlang die Nacht wach sein. Das Wasser beobachten, das jedes Mal dagegen prescht und ja, in der Hoffnung, dass da nichts zusammenbricht und ich nicht irgendwie stecken bleibe und ertrinke. Also wirklich, das ist so meine größte Sorge. Das Wasser ist unberechenbar, die See ist unberechenbar. Das ist mir bewusst und deswegen bin ich da lieber wach und ja. Aber ich habe es wieder geschafft, nicht aufzugeben. Trotz der vielen Verwundungen, Stiche, Schmerzen, Ängste. Wir müssen auch bedenken, er hat ja schon bei dieser Pfeil-Bogen-Challenge, ne, da hat er sich ja auch schon voll in den Daumen reingesemmelt. Boah, und ich bin wieder sehr, sehr stolz auf mich. Und alles mit einem Gegenstand. Für mich, ist auch für mich bin ich schon weit über meine Grenzen hinausgegangen. Für mich bin ich schon mega, mega stolz. Ich habe auch immer wieder tagsüber immer noch Übelkeit, aber die ist nicht mehr so häufig wie die letzten Tage, wo ich wirklich fast durchgehend boah, und schwindel. Ja, ist nicht mehr so häufig, aber darf man auch nicht unterschätzen, weil es auf alle Fälle noch da. Und das ist halt schon heftig, wenn du wieder schlecht ist und du zitterst und du schwindelig und alles zusammen und dann nicht aufzugeben. Ja, aber ich versuche an solchen Momenten auch nicht immer die Kamera zu zücken, weil ich will ja auch nicht immer jammern. Ich versuche einfach das Positive zu sehen, mental nicht aufzugeben. Aber mein Körper sagt schon längst, es ist Schluss. Hör auf. Morgen ist Tag 7, heute noch die Nacht, die wird, wie gesagt, das ist für euch ein Klick oder eine neue Folge. Für mich ist es eine lange, lange Nacht. Und morgen geht's weiter. Die vorletzte Nacht, ey. Tag 7. Und eins möchte ich auch noch loswerden. Das schwirrt mir schon den ganzen Tag, beziehungsweise die Tage durch den Kopf. Ich habe viel Zeit gehabt, über mein Leben nachzudenken. Sehr viel Zeit gehabt, über mein Leben nachzudenken. Und ich möchte einfach Danke sagen. Danke an euch. Das, ihr spielt dabei so eine große Rolle, dass ich mir das Leben so gestalten konnte, dass ich meine Leidenschaft zum Beruf machen konnte. Und mit Fitness jeden Tag euch motivieren, begeistern und inspirieren kann. Oh. Es ist eine unfassbare Ehre für mich, dass ihr mich so krass supportet, vor allem noch mit so einer Reichweite, dass ihr so viel Liebe austeilt, es ist unvorstellbar. Ich wollte einfach Danke sagen. Danke, dass ich durch euch meine Berufung gefunden habe und einen Beruf ausüben kann, der kein Beruf ist, sondern wie gesagt eine Berufung. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle an jeden Einzelnen von euch für die heftige Unterstützung auf YouTube, Instagram und so weiter. Ich weiß das wirklich sehr, sehr zu schätzen und die letzten Tage haben es mir nochmal wirklich klar gemacht. Schön. Vielen Dank. Hätte ich nie geglaubt. Ich küsse eure Herzen. Wir sehen uns. Ach. Mensch, Sascha, das geht aber auch runter wie Öl, ey. Meine Güte. Hello again. It's me, Knossi, from the Eili. Ja, ganz komisch heute. Ich meine, die Sonne geht jetzt unter und die Flut ist immer noch da. Ich gehe ja immer im Dunkeln, will ich ins Bett gehen, obwohl mein Bett natürlich auch pitschnass ist. Habe ich auch das erste Mal jetzt so. Aber dann will ich mich ja immer noch mal am Bach unten, also Bach an der Regenrinne, mich sauber machen. Aber es ist immer noch Flut da. Regenrinne, ist so ein Bach nicht eigentlich genau das? Eine Regenrinne? Eine Regenrinne der Natur? Noch überhaupt nicht passiert. Oder ist mir das schon passiert? An der Palme auf jeden Fall nicht. Ich habe mich hier draufgelegt. Und dann bin ich einfach vor lauter, ey, es ist mega hart. Aber dann bin ich einfach, tatsächlich, das war mein Kissen, eingepennt kurz. Nein. Ich hab keine Ahnung. Lang kann es nicht gewesen sein, aber ich bin wirklich eingepennt. Ich habe versucht, im Himmel
zu schauen, wo lang die Wolken ziehen, um ein Resümee zu haben, wie das Wetter wird, aber hier bewegen sich die Wolken gar nicht. Es ist hier irgendwie so, habe ich gemerkt. Und so bin ich dann wieder hoch wie so ein Rentner. Es ist so, unter den Wolken sind nochmal Wolken. Und das sind die Grauen dann. Oh, aber wenn ich da rausgucke, nicht dein Ernst. Ist nicht dein Ernst, oder? Schäfi, bitte nicht. Oh, Regen. Zieht das nach links? Wenn das hier hinzieht, werde ich heute gar nicht schlafen. Ja, mit Regen ist schwierig. Wenn es hier Gewitter gibt, oder dann sitze ich hier die ganze Zeit wieder so. Dann wird auch mein Bett nicht trocken sein. Ich glaube, dann hänge ich die Hängematte ab. Und pack die in den Sack. Dann ist sie nur ein bisschen nass, so wie sie jetzt ist. Sehr schlau, Freiherr. Oder? Ja, die Sonne geht unter. Und ich habe von Sascha wieder nichts gehört, ne? Ach, ich freue mich so. Sascha! Hier, unsere Frisur, Brüder. Wenn ihr das Making-of gesehen habt, haben wir uns im Hotel noch. Ah! Er bei mir, ich bei ihm. Übermorgen sehen wir uns. Ja, ist natürlich schlau, dass die Hängematte einfach abhängen, wenn es regnet. Und dann hänge ich es halt nachts wieder auf mit Stirnlampe. Ja. Scheißegal. Kriegst du hin, einfach wieder zack, 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 paar Knoten. Oh, ich bin so dumm, ich mache mir echt Probleme, wo keine sind. Das stimmt leider. Sascha! Sascha! Es ist Sonnenuntergang! Sascha, bist du deppert oder was? No fucking excuse! Ey, ich weiß gar nicht, woher die Energie kommt, muss ich mich sofort hinlegen. 5 Kokosnüsse, 5 getrunken, 2 davon das Fleisch noch gegessen, eine 6. Kokosnuss wieder ausgekotzt, weil vergammelt. Ja. Das habe ich hier gegessen. Mehr war es nicht. Was, nicht viel? Überleg mal. Vielleicht morgen noch eine. Ja. Und Resümee des Tages. Ich glaube so, also ich meine, gut, du kommst natürlich auch komplett ohne Essen klar, die 7 Tage. Aber jeden Tag eine Kokosnuss, ich glaube, das ist schon okay. Scheißwetter. Das Mindeste. Halben Tag Regen. Challenge hoffentlich sehr gut. Oh, wenn die ja anderen nicht auch so weit gedacht haben. Und wir sind wieder einen Schritt näher an Frau, Kind, Familie. Und das ist wichtig. Und an den Menschen, an den Kandidaten. Ich weiß, was ich mir Sorgen mache. Hat meine Frau es gepackt, in den Flieger zu steigen? Boah. Die müssen ja jetzt im Flugzeug sitzen oder schon da sein. Ich weiß es nicht. Hat die das gepackt? So Sorgen habe ich. Schafft die das? Ich sag gute Nacht. Ja, stell mal vor, ey. Das ist zu Ende so. Knossi, deine Frau hat es leider nicht geschafft. Die hat irgendwie den Flieger verpasst. Die ist nicht da. Oh, ich glaube, das wäre so frustrierend, ey. Temperatur-Challenge. Boah. Ich meine, hey. Fritz mit 8 Grad Unterschied. Es hätte auch schlechter werden können, ne? Immerhin 4 Punkte. Aber Knossi halt echt krass. Mit 256 Grad Unterschied. Boah. Feuer halt, ne? Das Feuer knallt halt rein. Sleep, das grüß dich. Das war super knapp. So, ich habe noch ein bisschen Upgrade gebaut. Krass, sieht man schon nicht. Ja, das ist ja gar nicht so dunkel. Nee. So, da draußen tobt immer noch die Flut. Und ich habe hier so eine schwarze, naja, nicht plane ist das, sondern ein bisschen fester. Aha. Diese ganz, ganz feste Teichfolie, so als Wind- und Regenschutz hingebaut. Klug. Jetzt hole ich gerade schön meine Socken raus, denn es gibt ja nichts Schöneres als trockene
und warme Füße am Abend. Die sind bei mir so ein Heiligtum, die Socken, muss man sagen, weil ich wirklich hingehe und die tagsüber eher bin ich barfuß unterwegs oder hier in diesen Flipflops, die ich da gefunden habe, und habe die trockenen Socken immer schön bei mir in der Brusttasche, dass sie nicht nass werden, und habe einfach trockene Füße abends. Perfekt, gerade in so feuchten Klimazonen. Clever. So, damit sage ich. So. kurz Kamera und Licht verwechselt. Okay, kann passieren. Karl, du betreibst wieder Namensforschung. Jetzt für anstehendes Mädel oder wie? Damit sage ich gutes Nächtle. Von Tag 6 auf Tag 7. Nur noch eine Tageschallenge. Nur noch zwei Nächte. Bam, Baby. Und dann ist das Ganze hier leider schon vorbei. Ich habe meinen kleinen Spot schon lieb gewonnen. Wenn ich hier länger wäre, würde ich erstmal ein Müllboard organisieren, Müllboot und alles vom Müll reinigen. Aber ich habe mir schon so meine Plätzchen ausgesucht. Ich würde mir auch gerne Plätzchen aussuchen. Und ein wunderbarer Ort. Was? Euch allen da draußen eine tolle Nacht. So, Freunde, wir haben wieder mal mitten in der Nacht. Auch immer, ne, diese Musik noch für die Nachtaufnahmen, die das Ganze noch so dramatisch machen. Ich kann natürlich wieder nicht pennen, habe echt Schmerzen, aber es ist nicht mehr lange. Und da habe ich mir gedacht, wisst ihr was, wir gehen mal schön nachts zusammen in den Dschungel. Wollte ich eh machen und dann machen wir es jetzt, genau jetzt. Ist ein bisschen blöd, ein bisschen ekelhaft, weil meine Schuhe noch voll nass sind von gestern Abend und ich meine schönen trockenen Socken jetzt ausziehen muss. Aber egal, ich will nachts in den Dschungel. So. Ey, das wäre das Letzte, was mir einfällt, ne? Nachts in den Dschungel rein. So, wir sind nachts unterwegs. Ja, Brandung kann man nicht erkennen da unten. Wir müssen aufpassen, sorry, einmal konzentrieren. Anna Maria, Anna Katharina, Anna Rosa. Hübsche Namen. Ich persönlich, also wir waren Ewigkeiten so Sophia oder Sophie, schöne Namen. Aber dann hat man ja immer Freunde, die plötzlich ihre Kinder so nennen. Ich muss sagen, Franziska finde ich schön. So eine Franzi, finde ich süß. Ich will nicht abschmieren, denn da geht's schon runter. Ja, auch schon Alarm. Einmal The Jungle at Night. Du meine Güte, ey. Gerade nachts, ne, wenn da alles aktiv wird. Was ich jetzt gerne mal machen würde, ich würde jetzt gerne mal hinten gucken, ob wir in den Mangroven vielleicht... Nein! Obwohl die Flut kommt gerade auch schon. Nee, wir gehen jetzt nicht in die Mangroven. Vielleicht Augen von der Krokodil sehen können oder sowas? So, ich bin jetzt mal ein bisschen leise, weil wir jetzt hier ankommen, weil die Mangroven... Ich hab ja schon mal mega, wenn wir Krokodil sehen könnten oder so. Das ist auch so eine Frucht, wo ich mir überlege, was ist das? Sieht echt eigentlich lecker aus. Ach, fass ihn nicht an. Aber dürfte recht hart sein, probiere ich es aber nicht. Letzten Tag Magenverstimmung muss nicht sein. Nee. Oder Schlimmeres. So, Freunde, ich glaube, man sieht einfach zu wenig. Wenn wir uns hier im Dschungel gemeinsam fortbewegen in der Nacht. Was natürlich ein bisschen blöd ist. Ich glaube, dass gerade nachts man hier so viel sehen könnte. Ich kann es halbwegs gut sehen mit der Lampe. Aber ich glaube, ihr leider nicht. Oh Gott, oh Gott. Das ist mal krass. Man hört nachts natürlich auch ganz andere Geräusche von Tieren. Die ganzen Insekten, die man tagsüber nicht hört. Manche geben echt irre Töne von sich. Boah, das macht mich so nervös, dass der da jetzt nachts durch den Dschungel durchballert, ne? Alter Schwede, ey. Ich find Leonie ist auch schön, ja. Leon soll für als männliche Variante... Weiß ich gar nicht.
Das ist mir immer so, so ein bisschen so, so Leo, oder ne? So Löwe. Ist mir ein bisschen zu wild auch. Ich gucke mal so ein bisschen natürlich die Bäume ab. Gerade wenn es was Größeres ist, weil... Hab einem Hipster ins Bein geschossen, jetzt Hopster. Junge! Schlangen natürlich auch nachts aktiv sind. Viele Schlangen. Nicht alle. Manche, meiste laden sich ja tagsüber erst mit Hitze auf. Aber es gibt auch nachtaktive. Meine Hoffnung ist ja immer, dass wir irgendwo mal ein paar leuchtende Augen sehen. Aber wir sehen nichts. Von irgendwas. Wenn es nur so ein Lego an ist oder so. Aber die pennen wahrscheinlich nachts. Ach, guck mal, hier ist er. Der schläft da. Was? Seht ihr ihn? Nee. Hey, Kollege. Ach, da! Bist du nicht fein? Alles oh. Gut. Ich wollte dich nicht aufwecken. Einfach weggejietet. Entschuldigung. Oh nein, er schläft. Oh nein. Jetzt wissen wir, wie er schläft. Er legt sich einfach hier hin und ja. Chillt auch so ins Leben, so auf dem Ast. Also schade. Ich weiß, ihr könnt wahrscheinlich nicht viel sehen, weil die Stirnlampe echt, echt nicht so hell ist. Ja. Mit der Absicht, damit wir alle nicht wild durch den Dschungel leuchten, um uns zu beruhigen. Aber ich will mich nicht beruhigen, ich will mit euch Sachen entdecken und sehen. Wir haben zumindest mal einen Leguan gesehen, das ist auch ganz schön. Oder Echse oder was weiß ich, was war. Der ist eigentlich ganz cool, das ist eigentlich mein kleiner Freund. Einen Namen habe ich noch nicht gegeben. Der läuft hinten auf beiden Beinen. Sieht voll cool aus, wenn er läuft. Cool. Und ja, Hochwasser oder Flut war eigentlich schon so hoch, dass wir jetzt nicht mehr in die Mangroven gekommen wären, die auch komplett überflutet werden. Ich würde gerne mal wirklich nachts in die Mangroven gehen. Eine Nacht bleibt uns ja noch. Da wäre das natürlich Versuch wert, bei Ebbe nachts in die Mangroven. Ich würde mich so feiern. Bräuchte natürlich eine geile fette Taschenlampe, weil da kann man die Tiere von weiter Entfernung schon sehen oder die Augen leuchten sehen, sich dann langsam anpirschen. So, gut, der hat ja eben, unser Kollege da, die Augen zugehabt, haben wir ihn erst in letzter Sekunde gesehen. Er tut mir ein bisschen leid, ich wollte ihn nicht aufwecken. Ich mag ihn, er ist super. Er ist auch, hat eigentlich gar keine Angst. Also ich wasche mich irgendwo oder tank Wasser und er ist 1,50 Meter neben mir. Er findet mich ganz, ja okay, der ist halt da und ich finde ihn gut. So, gutes Nächte. Aber den haben wir noch nie gesehen. Leguan. Ich werde jetzt die letzte halbe Kippe. Zwei Nächte vor Ende. Mehr rauchen, weil überfordert mich gerade alles. Extrem. Was ist hier für Sounds überall? Hör einen Sound aus dem Forest. Hängematte nass. Kalt ist es auch, muss man auch mal dazu sagen. Es ist wirklich nicht angenehm heiß hier, wie man es einschätzen mag. Es ist wirklich so, wo wir zu Hause sagen, 19, 20 Grad, ich ziehe mir ein Jäckchen über. Wirklich wahr. Kommt natürlich auch durch den Wind und sowas. Und ist mir jetzt egal. Das ist die letzte Kippe. Ist mir auch wirklich wurscht. Also, ich glaube deswegen, hab sie mir gut eingeteilt. Zwei Nächte vorher geht sie halt drauf. Ja, wäre auch witzig gewesen, hätte ich am ersten Tag alle weggeraucht, ne? Aber das passiert mir natürlich nicht. Das ist doch scheiß auf alles. Ach, oh, die letzte Nacht wird so kacke. Ihr kriegt die volle... Ja, komm. Ist ja immer das Gleiche, ihr kennt's ja. Die Frage ist nur, krieg's auf, ne? Krieg's an. Ich muss mit dir jetzt. Es ist sonst too much. Einfach jetzt ist der Moment. Wenn der Moment passt, passt der Moment. Weißt du, was ich meine? Wenn der Moment da ist, ist das der Moment. Weißt du, was ich meine? Wenn du meinst, das ist jetzt so, dann ist das jetzt so. Schmeckst du, wie ich rieche? Krieg bestimmt nicht hin, ey. Scheiße. Komm. Nichts mehr. Scheiße. Bambus geht nicht mehr. Der Bambu geht nicht mehr. Scheiße, was
denn jetzt los? Da kann keine Feuchtigkeit gezogen haben, oder? Ich habe alles geschaut. Ey, es bleibt halt so abstrus, ne? Ey, der sitzt da und macht ein Feuer für seine Zigarette in dieser Schale drinne. Und dass Joris es nicht geschafft hat, ne? Das ist irre. Ja. Oh. Und wieder zu? Das war's. Die letzte. Oh, ich glaube, die Nacht wird hart. Den Rest die Feuer hebt er sich für später auf. Ich glaube, diese Nacht wird brutal. Hat's schon wieder geblitzt? Diese Nacht wird für mich wahrscheinlich die schlimmste. Ich kann's nicht sagen, wie viel ich in den Nächten geschlafen habe, aber es kommt mir immer vor wie kurz eingenickt, aufgewacht, der Mond steht noch an der gleichen Stelle. Überlegt, viele Sachen durch den Kopf gegangen. Ja, aber das ist auch schwierig, glaube ich, einzuschätzen, wie viel du wirklich geschlafen hast, so. Ich meine, das kennt man ja auch von sich selber, so, ne? Und hast du das Gefühl, so, ey, ich habe gerade mal 2 Stunden geschlafen, in Wirklichkeit waren es 5 oder so. Boah, die brennt auch noch schlecht ab. Also, bei 7 vs. Wild die letzte Kippe, die falsch abbrennt. Es wäre gut, wenn ich heute nochmal gut Schlaf finde, weil morgen werde ich zu aufgeregt sein zum Schlafen. Weil dann ist fertig übermorgen. Da brauche ich auch keine Kippe. Holen die mich mit dem Boot, hab ich alles wieder. Was ich will. Ob die ihm Zigaretten gleich mitbringen? Ich meine, die hatten auch so Snacks und sowas, ne? Und Waifu dabei. Vielleicht haben sie für Knossi auch noch Zigaretten dabei, wer weiß. Hoffentlich hat es meine Frau geschafft. Das war ja meine Idee. Dafür wurde ich viel abgefeiert. Und da fällt mir ein, ich habe mit Sascha Huber 10.000 Euro gewettet. Wer länger drin bleibt? Sascha! Sascha, du wirst es doch geschafft haben, oder? Ich weiß noch, der Moment, wir machen es morgens beim Frühstück. Vielleicht habt ihr das gesehen, in irgendeinem Making-of-Party. Haben uns gefilmt dabei, glaube ich. Ja. Meinte Sascha, schlage ich das vor? Und das hat ihn so beeinflusst. Er war danach nur noch, scheiße, 10.000 Euro, 10.000 Euro. Und so, der war auf einmal ganz anderer Kampfgeist. Ich hoffe, es hat ihm geholfen. Fällt mir jetzt erst wieder ein, ey. Und wenn wir es beide schaffen, natürlich nichts. Ist ja klar. Ich dachte, wenn es beide schaffen, beide 10.000 spenden. Das war's. 2 Nächte. 1,5 Tage. Ohne Kippen. Da scheiße ich drauf. Ich hab das irgendwie jetzt schon so drin. Die Kippe weiß ich auch ganz anders jetzt wahrzunehmen. Ne? Sonst im Überfluss 60 Stück. Einkost, dies. Shisha mal gezogen. Alles, brauchst du alles nicht so arg. Aber wenn ich da wieder im Stream bin, oh, schwer. Okay, Ruhe. Schön bis zum Filter. Das war's. Ich leg mich jetzt ins nasse Bett. Einfach so, wie ich bin. Gute Nacht, I love you. I love you too. Wirklich, vielen lieben Dank für den Support. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank an euch einfach. Ohne euch hätte man das hier auch nie erleben können. Weil dann wäre es kein Erfolgsformat. Vielen lieben Dank einfach. Die Show ist eure Show. Oh Gott. Knossi und Sascha beide so drauf, ne? Krass. Boah, die Wunde sieht richtig scheiße aus. Ja. Naja, Hauptsache Punkte. Ah, die tut weh. Also die werden die muss der gleich versorgen, wenn ich ankomme. Sofort. Morgen wasche ich die Mütze wieder ab und lass die trocken. Also wenn gutes Wetter ist. Ansonsten nix. Ja gut, so ist gut. Es ist schon, für mich fühlen sich so die Füße sauber an. Viel Sand noch überall, aber Alter, ja, so ist es. That's the game hier. Boah, Bella. So, okay.
So, jetzt geht's weiter. Jetzt ausziehen, ihr guckt weg. Weggucken. Also guckt weg. Nicht gucken jetzt. Oh, ist die Hängematte nass. Oh, ist das widerlich. Alter, ist das widerlich. Oh, ist das widerlich. Oh, bläst das widerlich. Oh, shit. Oh, shit. Jetzt wirklich gute Nacht. Ich sag 10-mal gute Nacht am Abend, ja. Aber jetzt sage ich wirklich gute Nacht. Also, es sei denn irgendwie, keine Ahnung, Krokodil kommt. Oder Schlange oder Vogelspinne. Da will ich mir gar keine Gedanken machen. Gute Nacht. Ich bin am Ende, echt, ich bin am Ende. Oh Gott. Oh, Joris. Wir haben 50-50 Chance, positiver oder negativer, Joris? Ey, ich wollte eine einzige entspannte Nacht. Okay, negativer Joris. Nacht heute. Ich habe kein Auge zubekommen, weil die Wellen heute so laut waren, selbst bei Ebbe. Und jetzt ist die Flut da und guess what? Mein gesamtes Shelter wird die ganze Zeit unterspült. Es ist so krank. Die Wellen sind noch viel weiter als gestern. Ich musste alles ausräumen gerade. Es ist so krank, wirklich. Ich hab keinen Bock. Ich hab gar keinen Bock. Ich will doch einfach nur schlafen. Und da sind die ganze Zeit diese Wellen. Oh, es nervt. Es nervt. Abgesehen von dem Gedanken, ne, dass das Wasser halt echt so dein komplettes Shelter auseinanderpflücken könnte, ne, muss ich zugeben, wäre auch einfach die Lautstärke, die würde mich so nerven, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das irgendwann so ein bisschen meditativ wird, dass dich das Wellengeräusch so ein bisschen in den Schlaf treibt. Aber vom puren Gedanken so, oh, das ist so laut die ganze Zeit. Muss das denn sein? Ich glaube ganz stark nicht. So, ich hoffe, der Dryback ist in Sicherheit. Ich check den mal kurz ab. So, was macht man so, wenn das halbe Shelter weggespült wird und man keinen Bock mehr hat zu warten? Richtig, man macht eine kleine Nachtwanderung durch den Dschungel. Ey, heute Nachtwanderungsabend. Leider irgendwie nirgendwo irgendwas Spannendes entdeckt. Ja, auch keine Schlangen. Ich suche schon die ganze Zeit in den Baumwipfeln. Aber durch das, dass hier wenig Echsen gibt und keine Frösche, ist die Chance auf Schlangen relativ gering. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, Schäfchen. Zugvogel, wenn der genommen worden wäre für Seven vs. Wild. Boah. Ich weiß nicht, ob Michael das durchgehalten hätte. Ich kann ihn schlecht einschätzen, was so allgemeine Survival-Skills angeht. Aber ich glaube, der hätte sich noch einiges drauf geschafft, wenn es passiert wäre. Ja, zumindest habe ich noch nichts derartiges gesehen. Vielleicht finde ich da auch noch was. Schön wär's. So eine schöne Lanzenotter im Beinnetz zu haben, das wär's doch. Ja, gehen wir mal weiter in den guten alten Sicherheitsschuhen, ne? Ganz wichtig an der Stelle. Ja. Einfach mal ein bisschen rumgurken, ne? Aufpassen, ist steil und rutschig, aber naja. Ich wäre da safe draufgegangen, ne? Es ist jetzt soweit, ich habe mein Shelter verlassen müssen. Es ist eine fette, fette Welle hier gegen mein Shelter gekracht. Der Stamm ist jetzt circa ungefähr 15 cm weiter nach hinten gerückt, währenddessen ich da drauf lag. Also es hat richtig gerüttelt. Sofort runter, Sachen gepackt, damit nicht alles hier die Flut mitnimmt. Und ja, jetzt bin ich aufgestanden. Jetzt habe ich gesehen, hier wurde alles überschwemmt. Also alles bis darüber, wo ich ja gesagt habe, wo mein einziger Fluchtort ist, der auch nur ein paar Meter hoch ist. Aber sonst wurde hier alles überschwemmt. Alles ist komplett nass, die ganzen Steine. Zum Süßwasser rüber, bis hier hinten, bis ganz rüber. Alles ist nass, da ging die Welle komplett darüber. Holy fuck! Jetzt stehe ich hier, rechts neben meinem Shelter, mit meinem Gepäck, das ich fest in der Hand halte. Ja, damit nicht alles verloren geht. Und wenn es soweit ist, wenn jetzt noch mehrere fette Wellen kommen, muss ich versuchen, da jetzt rüber zu schwimmen, zum hohen Teil, um zum hohen Teil zu kommen. Keine Ahnung, wieso heute so hardcore hohe Wellen sind. Rüber zu schwimmen? Ich weiß es nicht.
Auf alle Fälle, mein Shelter ist komplett verrückt. Also, da, wortwörtlich verrückt. Und ja, im Worst Case muss ich da jetzt darüber schwimmen. Ich meine, das ist ja wie in einem schlechten Film, oder? Ich habe einfach mein Shelter verloren, beziehungsweise so verloren, dass ich bei hohem Wellengang nicht mehr sicher drin sein kann. Ja, der Meereswind, ja, der macht das Ganze hier auch nicht leichter. Die Nässe und der Wind sorgen echt für eine extrem kühle Temperatur. Also wenn man da ohne Shelter ist und im freien Wind steht und nass ist, boah, ich muss sagen, mir ist verdammt kalt. Krass. Fuck! Ah, ich soll einfach 2-3 Stunden durchkämpfen. Dann kann ich mir das Shelter nochmal anschauen, beziehungsweise nochmal vielleicht reinlegen, versuchen und schauen, ob es stabil ist. Aber ist natürlich mit einer hohen Gefahr verbunden, dass es einfach nicht mehr stabil ist und dann zusammenbricht. Weil ich mich reinlege. Oh, bescheidene Situation bei Sascha. Kleines Update. Schlafen kann ich natürlich mal wieder nicht. Und mir ist tatsächlich recht kühl heute. Das ist... Boah, hör auf zu gehen, ich mach's auch wieder. Wieder ordentlich windig. Und dann haben wir noch die ganze Nässe und Restfeuchtigkeit von dem starken Regen heute Vormittag in sich. Also vieles ist tatsächlich getrocknet. Aber so bestimmte Bereiche, ich sag mal so Hosentaschen oder auch der Bund, wo wirklich mehrere Lagen Stoff übereinander hängen, das ist alles noch nass und drückt natürlich irgendwie auf den Körper, wird kühl durch den Wind. Und ich bin immer wieder ein bisschen am Frösteln, was sehr unangenehm ist, eigentlich schlafen lässt. Hinzu kommt, dass meine Schlafvariante ja null isoliert ist. Ich habe ja nur dieses Netz mir gebaut. Da zieht natürlich auch die Kühle von unten richtig krass rein, das stimmt. Was normalerweise, wenn es halt wirklich so heiß ist, sehr, sehr angenehm ist, weil es ja rundum so ein bisschen belüften kann. Aber in so einem Fall wie jetzt, wo ein bisschen kühl ist, ist das halt nicht so geil, weil man schwebt komplett in der Luft, hat keinerlei Isolation. Oh. Was soll das? Oh. Wurde es ein bisschen den Elementen ausgesetzt. Ja. Könnte alles schlimmer sein, aber ist gerade nicht so geil. Oh. Aber das ist sehr geil. Tag 7, 5.50 Uhr. Vorletzte Nacht geschafft. Guten Morgen, Freunde. Wir haben Tag 7. Das ist somit der letzte Tag, der letzte vollwertige Tag, der anbricht. Die letzten 24 Stunden fangen bald an zu ticken. Die letzte Nacht war richtig, richtig beschissen. Ich habe kaum toller gepennt. Shot, ne? Ich bin immer wieder aufgewacht. Ich lieb's, aber so timeless. Wie ein bescheuerter Stern, weiter oh. Schnüre gemacht. Aus so einem riesen Tau, weil ich einmal nicht schlafen konnte. Ich glaube, weil ich... Er geht ohne Paracord hin, ne? Kommt mit 700 Meter Paracord wieder nach Hause, ey. Zum einen sehr aufgeregt war im Sinne, dass jetzt endlich der letzte Tag anbricht und das Projekt Richtung Ende geht, weil ich einfach nur noch zerstochen bin, mich krank fühle und mein Körper mal wieder ein bisschen... Ja. Oh, ey. Fritz sein Gähnen, ne, hat mich so getriggert. Oh. Energie braucht. Zum anderen aber auch, weil ich die ganze Zeit sehr gefroren habe. Durch die Durchnässung vom Regenfall gestern und keiner Sonne, die mehr kam, sind meine Schuhe noch klitschnass, vieles noch nass gewesen. Und ich saß da, lag da, hab viel gezittert, hab irgendwie so, dann seitlich so. Ja, kam also nicht wirklich zum Schlaf. Es war eine sehr, sehr bescheidene Nacht. Und ich bin froh, dass es jetzt wieder hell ist. Die Nächte hier gehen 12 Stunden, ihr habt es schon gehört. Es ist immer sehr, sehr lang, wenn man sich da durchkämpfen muss, wenn man nicht richtig schlafen kann. Ja, ich bin im Eimer. That's it. So. Schiefen, vermehrst dich asexuell, wenn du nass wirst und du darfst nach 24 Uhr nichts mehr essen? Stefan, bist du ein Gremlin? Wir machen jetzt gleich die Challenge auf. Aber warten noch kurz, bis hier ein bisschen mehr Licht ist. Oh.
Das war ein bisschen übergriffig jetzt. Da haben wir gar nicht gerechnet. So, diesen Moment muss ich noch mit euch teilen. Das Technik-Case habt ihr ja schon oft gesehen. Und hier sind die SD-Karten drin. Auch nummeriert von Tag 1 bis 7. Und nach Kamera A und B. Und hier auf der 6, das ist die, die gerade in der Kamera drin ist. Und jetzt werde ich die allerletzte Speicherkarte einlegen. Speicherkarte Nummer 7. Geil. Das ist schon irgendwie cool. Also das haben wir halt wirklich, also so genau haben wir es, glaube ich, noch gar nicht gesehen, ne? Ich finde es irgendwie finde ich es immer geil. Immer. Schönes Gefühl. Boah, ich weiß nicht, was heute Morgen los ist. Diese scheiß Stechfliegen sind so enorm. Wo kommen die alle her? Oh, ich glaube, die wollen mich nochmal richtig penetrieren jetzt auf den letzten Drücker heute den ganzen Tag. Die haben mich so zer... Die haben mich so trocken. Oh, es ist alles voll. Es hilft nichts. Es hilft nichts. Ich kann nur so machen. So, dann geht's. Also die bringen mich echt. Hier, seht ihr das? Ist das ersichtlich, wie viele hier schon wieder auf meiner Hand rumlaufen und alle gleichzeitig stechen? Das ist wie so ein Ameisenhaufen. Diese ganzen schwarzen kleinen Punkte und die krabbeln hier rein und hier drunter und in mein Ohr rein und hier und dahin und in mein Nasenloch und auf die Nasenspitze und hier und dann oben und dann hier hin und in meinen Nacken rein. Und ich habe das Gefühl, dass die durch meinen Bart durchkrauchen, in meinem Kinn sitzen und dann da rumstechen. Diese Viecher sind so penetrant nervig. Ich glaube, ich habe es heute Nacht ein bisschen übertrieben mit der Schnurherstellung. Alter, ey. Aber das war fast ein bisschen meditativ. Schön so ein Tau zerknüppern, auseinander machen, aufwickeln. Hat viel Zeit gekostet. Das ist doch nicht normal. Und ja, jetzt habe ich die hier. Feuer würde gegen die Insekten helfen. Ja, wenn er so viel Zeit in Feuer gesteckt hätte, ja. Weil nee, Feuer ist immer sehr anstrengend zu machen, ne? So dieses Tau einfach nur so knüpfen und so. Ich glaube, das ist nicht so. Das ist mehr so ein mentales Ding. Kann man jetzt Kette nehmen oder so? Weiß ich auch nicht. Hä, ist ja mega die Kette. Super geil. Ist meine neue Survival-Kette. Also, no joke, ich weiß nicht, was hier gerade los ist. Aber es nimmt kein Ende. Mein ganzes Gesicht ist nur noch am Kribbeln und zerstochen. Ich kann nicht mehr normal stehen, selbst beim Laufen. Diese Viecher sind überall. Ich werde es jetzt auch in der Schlammpackung probieren. Keine Ahnung, ob das sinnvoll ist oder nicht. Vielleicht kühlt es wenigstens ein bisschen. Der Boden ist hier eh... Es hat mich auch gewundert, dass er das nicht nochmal gemacht hat. Ich hoffe, dass es irgendwie ein bisschen hilft. Als ich das an Tag 2 gemacht habe, hat es irgendwie nur so semi geholfen, glaube ich. Okay, deswegen hast du nicht nochmal gemacht. Ich weiß mir gerade einfach nicht besser zu helfen. Es ist gerade richtig krass, als wären die irgendwie, als hätten die sich gepaart in meinem Blätterdach da und jetzt heute Morgen geschlüpft. Ich meine, zur Not ist da Wasser, kann ich es wieder abspülen. So, ich habe jetzt nochmal nachgetragen. Eine richtig schöne, dicke, dicke Schicht. Das ist wirklich eine Menge Schlamm. Ich habe das Gefühl, es bringt was. Das Ding aus dem Sumpf, ey. Aber ich bin auch nicht sicher. Es ist auf jeden Fall gerade anders krass gewesen. Aber ist schon besser. Also die sind immer noch da, schwirren alle um meinen Kopf drumherum. Das betont seine Augen aber sehr schön, finde ich. Aber sie finden keine Landefläche, weil sie dann im Moor versinken. Die Frage ist, was passiert, wenn das trocken ist? Umschlag Nummer 7 und damit der allerletzte Challenge an Day 7. So, was ist die letzte Challenge? Also ich hätte, ja, zum einen irgendwas noch mit dem Müll wäre cool. Zum anderen dieser Gedanke, den Joris hatte, ne, von wegen so, ey, schaffst du noch einen Tag länger? Das hätte ich halt am meisten gefeiert. Aber ich glaub's nicht, weil es ist die vorletzte Folge.
Ich sehe hier einen Kabelbinder und ich sehe eine Blombe. Das gefällt mir gar nicht. Oh, den letzten Tag noch mit weniger Gegenständen? Staffel 1 hieß das, wir müssen noch was abgeben. Challenge Tag 7. Outfit des Tages. Wie Gott dich schuf und die Insel dich formte. Oh no. Das heißt noch mehr Schlamm für Fritz. Tag 7. Outfit des Tages. Wie Gott dich schuf und die Insel dich formte. Lege deine Kleidung ab und... Und es ist wieder so eine Challenge, bei der Knossi einfach schon vorbereitet ist. Das ist doch nicht normal. Ersetze sie. Jedes abgegebene Kleidungsstück gibt einen Punkt. Ein paar Socken zählt dabei als ein Kleidungsstück. Unterwäsche, Unterhose, BH abgeben bringt keine Punkte. Sie darf also anbehalten werden. Die abgegebene Kleidung muss in den Seesack gepackt werden. Dieser wird im Anschluss verplombt und muss bis zur Abholung versiegelt bleiben. Mhm. Ersetze die abgegebene Kleidung bestmöglich. Dabei darfst du alles außer deine Kleidung verwenden. Also, wir müssen Kleidungsstücke abgeben und bekommen pro Kleidungsstück einen Punkt. Aber das Ganze erst beim Sonnenuntergang, also tagsüber noch nicht. Das heißt, ich muss mit dieser Kleidung nur durch die Nacht kommen und dann aber nochmal einen halben Tag, weil wir wurden ungefähr mittags ausgesetzt. Okay, da habe ich noch ein bisschen Zeit zu überlegen, wie ich das genau mache. Unterhose zählt dabei nicht, die kann anbehalten werden, egal, die geht da nicht mit rein. Das Ding ist, ich habe heute Nacht gezittert und gefroren. Und hatte meine komplette Kleidung an. Das ist ein harter Punkt, ja. Wenn du schon mit deinen Klamotten frierst, wie sollst du denn frieren? Ohne die, Alter. Das muss ich mir genau überlegen, was ich abgebe. Bei Unterhose würde ich zum Beispiel abgeben, aber die bringen keine Punkte. Handschuhe kann ich abgeben, Socken könnte ich abgeben. Ey, und achtet mal drauf, ne, was alles noch um den drumherum schwört, ey, an diesen kleinen Fliegen. Mütze könnte ich auf jeden Fall abgeben. Aber Jacke, Hose und Schuhe, das wird, glaube ich, nichts. Und jetzt mal ganz ehrlich, wie zur Hölle soll ich hier meine Kleidung ersetzen? Mit einem Blatt oder was? Mit Plastikflaschen? Also klar. Ich weiß gar nicht. Plastikflaschen? Ich meine... Also viel, was Klamotten an Wärme macht, ist ja einfach so diese Luftschicht zwischen deiner Haut und dem Stoff, ne? Und wenn du da natürlich dann quasi mehr Platz hast, könntest du natürlich auch mehr Wärme erzeugen. In der Theorie? Vielleicht sind Plastikflaschen gar nicht so verkehrt. Klar, Schuhe könnte man noch ersetzen. Das würde vielleicht noch gehen. Aber wenn ich... Mit den 12 Kilometern Schnur, die er hat. Ja. Eigentlich braucht er jetzt nur noch zwei ziemlich dünne Stöcker. Und dann kann er das Stricken eigentlich auch anfangen. Schuhe abgebe oder Socken abgebe. Eins von beiden muss ich anlassen, sonst kann ich nicht schlafen. Dann bin ich komplett zerstochen und friere mir den Arsch ab. Naja, ich mache mir mal Gedanken, Leute. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich könnte mich auch komplett in Schlamm einhüllen. Wäre witzig. Aber dann werde ich heute Nacht einen Erfrierungstod sterben. Safe. Und das will ich nicht. Ja. Ah, die Kälte ist echt, das ist schwierig. Guten Morgen aus dem Paradies. Tag 7. Das ist so geil, ne? Wenn du so die Stimmung von den unterschiedlichen Teilen immer siehst, ne? Das ist der Wahnsinn. Oh, Schubidu. Ich wär so gern wie du. Ich würde gehen wie du. Stehen wie du. Oh, you. Ich bin da, ich bin noch da. Und ganz wichtig ist natürlich auch heute und morgen nochmal sämtliche Unfälle vermeiden, die man vermeiden kann. Oh ja. Hallo Babygirl, hast du aufgepasst auf unseren Baum? Jaha, wunderbar. Mach mal dein Händchen weg. So, dann kann der Papa hier auch mal, wow, krass, den 6. Strich machen. Denn 6 Nächte. Sind wir tatsächlich, haben wir hier schon geschlafen. 6 ganze Nächte. Das glaubt dir doch keine Sau. Nur noch eine Nacht!
Guten Morgen. Ich laufe gerade am Beach einfach auf und ab. Ich weiß selbst nicht warum. Ich laufe auf und ab und gucke mir meine Spuren an. Aber es ist irgendwie schön, es ist beruhigend. Und ich denke gerade so drüber nach. Manchmal weiß ich gar nicht, was ich alles euch schon in der Kamera erzählt habe und was ich nur gedacht habe. Weil man denkt auch so viel und man weiß am Ende gar nicht mehr. Ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, was ich gestern in der Kamera gesprochen habe und was ich nur für mich gedacht habe. Es wird also auch für mich eine Überraschung, das jetzt nochmal auf YouTube zu sehen. Echt krass. Oh Mann, es ist so schön, dass heute nochmal gutes Wetter ist. Ich muss aber auch sagen, ich glaube, Knossi wäre so, wäre wirklich so ein Kandidat dafür, wo ich mir das komplette Material angucken würde. Also alles, was er gefilmt hat. Knossi ist halt schon wirklich irgendwie besonders interessant. Da bin ich so dankbar. Da bin ich so dankbar. Das ist so gut für die Psyche. Ich kann euch eins sagen, wirklich. Oh Mann, ich bin hier komplett an meine Grenzen gegangen. Meint ihr, er wird schon langsam verrückt? Komplett. Ich hab hier... Ich bin hier über mich hinausgewachsen. Ehrlich. Ich dachte hier, diese Dinge sind alle nicht möglich, aber... Wenn du wirklich willst, ist das alles möglich. Oh, ich glaube, große Abschiedsrede. Muss mir erstmal Gedanken machen, was ich alles so gefühlt habe, was ich empfinde. Und dann werde ich euch das sagen. Also 24 Stunden noch. Ich möchte jetzt einfach, es kann jetzt zu Ende sein. So schön es auch ist, ich will jetzt hier weg. Ich will jetzt einfach wieder in die Zivilisation. Oh, ich freue mich so total. Oh, ich freue mich so total, wieder jemanden zu riechen, meine Freundin zu riechen. Oh, ich freue mich so total. Oh. Eine Woche auf so einer Insel, eine Woche ist nicht lang, aber eine Woche auf einer Insel, ganz alleine, ist ziemlich lang. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass das eine Woche ist. Ich möchte einfach meine Freundin kuscheln. Ich möchte einfach kuscheln. Oh. Oh. Oh, es ist... Oh! Ich komme heim! Noch einmal, bitte gutes Wetter. Noch einmal den Tag hier. Noch eine Nacht. Und glaub mir, im Morgengrauen packe ich mein Zeug. Ey, ich werde dich nie vergessen, diese Insel. Ich werde dich nie vergessen. Das war echt und ungelogen das Härteste, was ich je gemacht habe. Es gab nie was Härteres. Und ich habe viele verrückte Dinge in meinem Leben gemacht. Viele verrückte Dinge habe ich gemacht. Und die bei den anderen schon sagen, das ist unmachbar, das ist unmöglich. Und Respekt, Respekt. Aber nee, das hier war das Härteste. Wirklich. Und jemand wie ich, bei dem alle denken, ah ja, komm, der lebt im Luxus, der hat immer isst und trinkt und raucht. Ich bin einer von euch, wirklich. Ich bin einer von euch. Ich habe nie wirklich viel von mir gehalten. Immer noch nicht. Das, glaube ich, macht auch meinen Erfolg aus. Weil ich einfach normal bin. Ich bin einfach normaler Typ. Einfach ein normaler Typ bin ich. Ich bin niemand, der irgendwie abgehoben, respektlos, von oben herab. Ich bin das alles nicht. Ich habe Empathie jedem gegenüber. Die Leute das immer auch, oft sind das Vorurteile gegenüber. Aber jedem Künstler machen sie das. Aber ich bin das nicht. Und deswegen habe ich das hier auch gepackt, weil ich so nicht bin. Für mich war das hier, ihr müsst euch vorstellen, ein Stopp aus einem Leben, in dem ich selbst auch überhaupt manchmal nicht mehr klargekommen bin. Also, du musst dir vorstellen, ich kenne Hotelzimmer, wie sie aussehen, ich weiß aber nicht mehr, wo sie waren. Ich weiß Momente in Flugzeugen, weiß aber nicht, wohin ich geflogen bin. Und das war die letzten Jahre immer so. Und das war für mich hier der komplette Breakdown. Krass. Einmal raus aus allem. Kein Handy, kein nichts. Und das war wunderschön. Das war echt schön. Es war auch ein bisschen so, wie wenn das mein Körper gebraucht hat.
wie wenn ich das echt gewollt habe, wie wenn ich das gebraucht habe. Das Handy habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Wenn ich das Handy anmache morgen und da kommt hier, da und Termin, dann können mich alle am Arsch lecken. Glaub es mir, es ist mir scheißegal. Denn ey, ich habe hier gemerkt, dass das Wichtigste ist auch, Zeit für sich zu haben, zum Reflektieren. Was macht man da überhaupt? Und die Zeit habe ich hier gefunden. Ich hatte das einfach hier. Oh. Jetzt habe ich Halsweh vom Reden. Oh. Aber so schön, dass ich mir das mal vom Leib reden konnte. Finde ich auch. Muss ich auch zugeben. Seven vs. Wild. Panama. Knossi gibt uns halt so ungefiltert seine Gedanken, ne? Und das finde ich halt auch wirklich sehr, sehr schön. Und ich kann mir schon vorstellen, dass dieses quasi wie so ein Detox, ne? Von gerade jemanden, der ja auch so unfassbar viel in Medien stattfindet. So einfach mal detoxen, so einfach mal diese ganze Social Media mal weghaben, einfach mal sich auf sich selbst besinnen, ne? So schön.